Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 5. Ich würde sagen, warte, wir gucken uns erstmal beide an. Mal ehrlich, werde ich wirklich stärker? Ich trainiere wirklich fleißig, aber ich sehe keinen Fortschritt. Egal, hörst du denn mir noch einmal zu? Hast du heute Zeit? Wir machen lieber die Ärzte wieder, oder? Haben wir ja schon letztes Mal, haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht, ey. Hast du seitdem irgendwelche Nebenwirkungen gehabt? Hast du jeder das Bewusstsein verloren? Ich möchte dich untersuchen, nur für alle Fälle. Ich habe gerade keine Patienten. Kannst du in die Klinik kommen? Ja. Außerdem bekommen wir da doch Mut und wir wollen immer noch die Lehrerin anrufen, aber dafür brauchen wir Mut. Okay, ich warte auf dich. Ja, es ist too sorry an, aber der Mut ist gerade wichtiger. Ich habe das Medikament noch weiter verfeinert. Hättest du Zeit für mich? Dann geh ich schon mal ins Sprech... Wie? Das ist also Takemis Klinik für innere Medizin. Gut, dass sie noch eröffnet hat. Verzeihung, ich habe ein Kind, das untersucht werden muss. Sieht so aus, als gäbe es einen Notfall. Und? Warum wurde sie hergebracht? Ist sie nicht bereits bei einem anderen Krankenhaus in Behandlung? Ich habe zwar Gerüchte über diese Praxis gehört, aber ich will, dass sie hier untersucht wird. Sie hat ein Bronchitis, aber die Medikamente schlagen einfach nicht an. Sie wird ihr Fieber nicht los und weil sie keinen Hunger hat, nimmt sie immer weiter ab. Ein so junges Mädchen, das Gewicht verliert, bedeutet nichts Gutes. Sie sollte in ein größeres Krankenhaus gebracht und dort gründlich untersucht werden. Wir waren schon in einer großen Uniklinik im Osten von Shinjuku, aber wir werden immer nur damit vertröstet, dass sie bloß eine hartnäckige Bronchitis hat. Eine Uniklinik im Osten von Shinjuku. Der Arzt dort führt Untersuchungen durch, wie am Fließband. Er scheint berühmt zu sein. Ein berühmter Arzt, ha? Ich bin nur eine Ärztin hier in der Pampa und habe nicht einmal Personal zur Verfügung. Moment, ich habe von einem Medikament gehört, das man nur hier bekommt. Bitte, ich bezahle auch dafür. Ich will nur, dass sie untersucht wird. Hey. Wie bitte? Frau Doktor, meine Brust tut so weh. Frau Doktor. Na gut. Ist deine Sicht getrübt? Was ist mit dem Hals? Tut er weh? Keine Anzeichen einer Schwellung. Gibt es noch weitere Symptome oder Behandlungen, von denen ich noch nichts weiß? Nein, das war alles. Hallo? Uyara-san, kann ich bitte mit Dr. Schweitzer sprechen? Ich würde ihn gern etwas über einen Fall fragen, der letzten Monat im Ärzteblatt aufgedruckt wurde. Verstehe, dann muss ich wohl auf den Vorrat zurückgreifen. Bei der Rezeption ist ein Regal. Bring den Inhalt in der zweiten Schublade in den Behandlungsraum. Ich brauche deine Hilfe bei der Medikamentenverabreichung. Hol den rot beschrifteten Becher aus dem Kühlschrank, ein Handtuch, die Schüssel und den Dosierlöffel. Worauf wartest du noch? Los! Danke vielmals. Ich hätte niemals erwartet, dass sie sich so schnell erholt. Sie hat eine ansteckende Krankheit, die durch einen seltenen Erreger ausgelöst wurde. Ich habe die Symptome unterdrückt. Wenn ihre Verfassung stabil ist, nehme ich weitere Anpassungen vor. Das macht dann für heute 1 Million Yen. 1 Million Yen? Das ist doch Wucher. Unsere Situation wird dadurch schamlos. Okay, ich habe der Zahlung ja im Vorfeld zugestimmt. Mit Kreditkarte kann ich nicht zahlen, oder? Ich hole schnell Bargeld. Das wird wirklich bezahlt? Der berühmte Arzt, der vorhin erwähnt wurde, war das Oberarzt Oyamada? Ja, das stimmt. Wusste ich's doch. Wenn das so ist, dann war die Untersuchung kostenlos. Kostenlos? Es ist schon irgendwie lustig, Oyamadas Patientin ohne seine Einwilligung zu heilen. Ach übrigens, danke für deinen Ausbruch vorhin. Ich werde heute eine besondere Untersuchung an dir durchführen. Ist er hier der Assistent? Er wirkt so unglaublich jung. Ja, er ist mein Assistent, Versuchskaninchen. Und er wird sich heute besonders anstrengen, stimmt's? Meine Bindung zu Takemi vertieft sich weiter. Alright.
Frau Doktor, darf ich jetzt wieder zur Schule? Darf ich. Das war das Mädchen, huch. Noch nicht, du musst erst wieder genug essen und zu Kräften kommen. Machst du das für mich? Ja, danke. Gern geschehen. Du bist dran, ich bin gespannt, wie du dieses Mal reagierst. Vielleicht schaffst du es nicht mal mehr nach Hause. Diesen zwillichen klinischen Test mitzumachen hat meinen Mut erhöht. Bye. Ich war genug, aber hatte genug Arbeit. Wie geht es dir? Das heutige Medikament war ziemlich heftig, hä? Aber vielleicht war es genau das, was mein unvorsichtiges kleines Versuchskaninchen verdient hat. Vor allem nachdem du der Beratung des Mädchens ohne meine Erlaubnis zugestimmt hast. Naja, keines meiner Medikamente kann das heilen. Das Medikament scheint besser anzuschlagen als am Anfang. Wahrscheinlich dank deiner Kooperation. Sieht so aus, als ob ich es fast geschafft hätte. Also versuch einfach nicht zu sterben, ja? Okay, pass auf dich auf. Ja, ich werde schon nicht sterben. Können wir jetzt noch raus, weil... Würde gerne noch die Herausforderung machen. PR-Bericht. Ich habe einen Bericht für dich, als euer strategischer Image-Management-Verantwortlicher. Mir ist gerade was eingefallen, wie ich euch noch helfen könnte. Ich will es dir unbedingt erzählen. Hast du heute Zeit? Treffen wir uns in Shibuya, dann erzähle ich dir alles. Ja, doch keine Herausforderung. Oh, ganz vergessen. Wir treffen uns heute mit ein paar Fangirls. Ein Dean braucht schließlich ein paar ganz besondere Frauen, oder? Tolle Idee. Ja, wer sich Phantomdieb nennen will, muss ein Mädchen das Herz stehlen. Komm, wir machen das. Das musst du gerade sagen, Mishima. Naja, ich habe auf der Fanzeit ein paar Mädchen kennengelernt und wollte mich mit ihnen treffen. Fällt mir ein, sie denken, wir wären nur Teil des Fandoms. Ich habe gesagt, wir wären zufällig über die Fanzeit gestolpert, also bleib bei der Story, ja? Verplapper dich nicht, okay? So nennt sich die User der Fanzeit, hat sich echt etabliert, je größer das Forum wurde. Jedenfalls solltest du dich freuen, dich unter deinen treuen Anhängern zu mischen, ist doch edel. Und weißt du noch, ich wollte helfen, die Phantomdiebe bekannt zu machen. Das ist erst der Anfang. Wobei ich ehrlich gesagt noch nie jemanden aus dem Internet in echt getroffen habe. Ob ich wohl alles richtig mache? Aber ich habe viel recherchiert. Ich weiß, dass ich zahlen muss und dem Mädchen Nachtisch kaufen. Wenn alles gut geht, kann man sie anscheinend sogar mit nach Hause nehmen. Die hätten schon längst hier sein müssen. Hallo, hier ist Mishima von der Fanzeit, weißt du? Wir wollten uns doch treffen. Du bist noch zu Hause, was mit deiner Freundin? Ja, nein, wir warten hier. Warte mal, war das eine Bahnhofsdurchsage? Ich habe doch gerade Shibuya über Lautsprecher gehört. Bist du in der Nähe? Nein, nein, ich sag nicht, dass du lügst. Okay, ja, vielleicht nächstes Mal. Sie sind wohl beide krank geworden, sie bleiben zu Hause. Warum klang es noch so, als hätten sie richtig Lust? Naja, meine Schuld. Ich war mit dem ganzen Post so beschäftigt, dass ich sie nicht richtig durchleuchtet habe. Keine Angst, ich werde was daraus lernen. Aber vergessen wir es, ich habe richtig gute Infos für euch. Ich enttäusche euch nicht, ich beweise euch, wie wichtig ich für die Phantomdiebe sein kann. Bin ich aber ganz besonders motiviert. Erhöht die beim Kampf erhaltenen EP. Alright. Aber so sollte es natürlich nicht laufen. Die hätten mich sicher nicht sitzen lassen, wenn sie wüssten, dass ich ein Freund der Phantomdiebe bin. Ist gar nicht so leicht, Wächter der Gerechtigkeit zu sein, oder?
Das war jetzt eine Zeitverschwendung. Oh, entschuldige, dass ich dich grundlos rausbestellt habe. Leute benutzen online einen Alias und halten sich beim Kommentieren nicht zurück. Ich hielt es für eine großartige Gelegenheit, ihre Meinung über die Phantomdiebe zu hören. Es ist immer besser, so etwas persönlich zu hören, oder? Oder? Ich wusste, du siehst es genauso. Mann, wir hätten ein echt heißes heiße Information finden können. Okay, ich widme mich wieder dem Modding. Vertrau mir, das Ergebnis wird dich umhauen. Ciao. Ich frag mich jetzt aber, was mit dem Sinneswandel jetzt ist. Ich meine, wir haben nur noch einen Tag. We're getting started. Ist ganz schön schwül geworden in letzter Zeit, was? Aber da muss man sich durchkämpfen. Lasst euch die Laune von nicht vom Wetter verderben. Nun, das war jedenfalls mein Plan und plötzlich fragt mich die Polizei, was ich im Schilde führe. Sehe ich wirklich so verdächtig aus? Aber apropos Aussehen, dachtet ihr schon mal, eine Person sei süß und ging dann davon aus, dass sie folglich nett sein muss? Dieser Denkprozess ist völlig normal, aber nicht immer treffend. Es gibt sogar einen Namen dafür. Ja, ich wusste es. Was glaubst du, wie der Name dieses Phänomens lautet? Der Halo-Effekt, der Schicksalseffekt? Oh. Der Halo-Effekt? This is it. Right. Korrekt, es überrascht mich, dass du das wusstest. Wir lassen uns von oberflächlichen Merkmalen ablenken und werden jemand gegenüber voreingenommen. Wenn es erstmal so weit gekommen ist, ist es schwierig, es ein völlig objektives Urteil zu fällen. Zum Beispiel, diese Person ist verschwiegen, also muss sie furchterregend sein und derlei. Er wusste es? Vielleicht sollte ich ihn fragen, ob... Nein. Nice going. Muss wirklich klug sein. Der Halo-Effekt bewirkt nicht nur Schlechtes, aber ich empfehle anderen, die Chance zu geben, sich selbst zu definieren, anstatt vorschnell zu urteilen. Es wäre ja schade, wenn Vorurteile verhindern würden, eine wundervolle Eigenschaft einer Person zu sehen. Viele schreckliche Menschen sehen äußerlich völlig anständig aus, aber Lady Anne sieht perfekt aus und sie ist perfekt. Sie sitzt direkt vor dir, sie hört das, dass du dich einschleimst. Dieser Fall ist sehr speziell, davon ist im Forum noch keine Spur zu finden. Erinnert sich noch an den Mobber, Daisuke Takenashi, dessen Herz ihr umgepolt habt? Wie sich herausstellt, hat jemand anders die Fäden in diesem Fall gezogen. Takenashi konnte wohl nicht anders, als das zu tun, was dieser Typ ihm befohlen hat. Jemand dazu zu bringen, andere zu mobben, ist schon eine ziemlich abartige Sache, oder? Ja, das geht gar nicht. Die Person muss sich irgendwo in unserer Schule aufhalten, oder? Du solltest dich umsehen. In der Zwischenzeit werde ich mich heimlich weiter umhören. Wenn wir uns um das Ziel kümmern wollen, brauchen wir einen Namen. Sehen wir uns in der Schule um. Der Rüppel kontrolliert. Es regnet. Vielleicht das Wetter ja dieselbe Wirkung auf Momentus wie auf Menschen. The fuck? Scheiße. Thank you very much. Now then. Dann schaff's doch bitte, Ren. Nein. Die Ausstellung endet morgen. Madarame hat seinen Sinneswandel inzwischen sicher schon, oder? So sicher alles gut.
Bisher hat uns ja noch niemand wegen irgendwas angeklagt, oder? Er würde aber doch mit einer Anzeige bis nach der Ausstellung warten, oder? Was machen wir, wenn uns morgen jemand deswegen kontaktiert? Frag Yusuke, der wohnt doch immer noch bei Madarame, oder? Ja, wo ist Yusuke überhaupt? Ob es ihm bei Madarame gut geht? Tut mir leid, dass ich mich so spät melde. Morgen passiert auf jeden Fall irgendwas. Madarame telefoniert gerade. Wahrscheinlich die Medien. Ich habe bei dem Telefonat nichts von einer Anzeige gehört. Wir müssen wohl einfach abwarten. Treffen wir uns morgen in Shibuya. Okay, bis dann. Die Exhibition ist finally ending tomorrow. I'm sure things will work out fine this time too. Wie upgradet man nochmal sein Können? Ach, ich weiß ja auch wie hier. Okay. Yeah. Du wirst richtig besser, dass sie immer im Zusehen. Well then. Ins Bett. What's up with that old geezer? Is he crying? I have committed crimes that are unbecoming of an artist. Plainly put, I plagiarized work. I tainted this country's art world and even Sayuri. To everyone for what I've done. He's crying way too much. And that was from the urgent apology conference by Madarame that took place just a moment ago. After reporting to the association, Madarame has agreed to the police's request to turn himself in. Wasn't he on TV the other day? On top of charges of abuse to his pupils, Madarame is under suspicion of claiming their works as his own. Some doubt the validity that his maiden work, Sayuri, was stolen, believing it was used for fraud. This large-scale criminal act has caused a great shock to the art world, and... That old man's done for. After the conference, Madarame was taken to a police hospital for interrogation due to his age. However, initial psych evaluations state that he is mentally sound and likely responsible for his actions. There's no need to be nice to an old geezer like that. Why'd he spill the beans himself? Doesn't that seem weird? Also, a group calling themselves the Phantom Thieves posted a dubious note at Madarame's exhibit. The police will investigate their relation to this case, but for now, did not identify them as suspects. Phantom Thieves? Do these bandits have something to do with that old geezer's apology? Oh, I've heard of them before. They supposedly steal evil hearts. It's why the culprits apologize. Wait, what? Steal hearts? That's impossible, though. But I feel like I saw something about that online, too. They sent out a calling card for real. Oh, so it was like, we're going to take your heart? Oh, that's impressive if someone really did that. Phantom Thieves, huh? Phantom Thieves again. You guys see the news about Madarame? It's just like what happened with Kamoshida. And they mentioned the Phantom Thieves! Man, this is starting to get interesting. If we do it right, we can change people's hearts.
With this power, we might be able to do more than just getting back at society. It'll be a big deal. Let's keep pushing on then. As for me, I hope we just keep getting more and more famous. Something like this happening twice is massive, too. It's too great a coincidence to occur normally. If we continue doing this, we'll definitely be able to give courage to everyone who needs it. We may want to quiet down a little. Do you know them? You moron! Those are attendance officers! Hello there. May I speak with you for a moment? Ah, yes! How can we help you? That monotonous acting of hers never fails to send a chill down my spine. What are you all doing here? Are you friends? Wir schwänzen die Schuhe. Is that so? And how would you do that in a place like this? We were just discussing where we should go. Well, all right. Just make sure you disperse before it gets too late, okay? There have been some odd happenings lately, and the news about that artist has caused quite the stir. We'll be careful. It's still light out. Man, those guys must have way too much time on their hands. Hey! Don't go making stuff up on the spot like that, okay? I totally panicked because of you! From now on, we'll need to be even more cautious than before. Look at us. Right after the second thieves incident, both prior victims are meeting up. Wait, you mean people might be listening to us? That'll be fine. Look around, we're the only people worrying about it. I guess you're right. By the way, Yusuke, you able to get anything out of Madarame? Remember how he was talking about that suspicious person in the black mask? Well, I pressed him for answers, but he doesn't even understand what happened to him to begin with. It's not like he actually saw his desires get stolen, after all. It's rumored that he may be sent to prison. In that case, gaining information will be difficult. So, what are you gonna do now? I'll be leaving that house. I can't draw in such a place anymore. Do you have somewhere to go? The school dorms. I can stay there free of charge, thanks to my fine arts scholarship. A scholarship? Wait, you're that good? Although, Takamaki-san's house would do as well. Wait, what? You know, you could ask her to model for you whenever you wanted. You moron! Then again, now that Yusuke will be living alone, it'll be easier for us to meet up whenever we want. For the time being, we should wait and see how this case plays out. And it'll probably take some time finding a target as big as Madarame. Anyway, we should just act like normal students while we look for our next target, okay? We'll be entrusting that to you again, Ryuji. All right. Guess it's just more prep till then. Yusuke Kitagawa. So after Shiho Suzui, you did it again for someone you barely knew? You were sent away twice, almost reported to the police, and yet you still wanted to save him. Moreover, you ended up in a museum instead of a castle this time. You're still going to maintain this rubbish about changing someone's heart by stealing their treasure? Very well. The truth behind this tale of yours will be clear once your conspirators are in custody. Now then, tell me about this new member who joined your group. There's no point in being stubborn. It will only damage your position.
The identity of Madarame's pupil can be easily discovered with a little investigation. So you won't sell out your accomplice? Fine. There's still much more that I want to hear. It was around this time that the Phantom Thieves began to truly gain popularity. Lies flooded the internet. Things like the Phantom Thieves saved me too, or I got a calling card. For heaven's sake, those lies made the collection of intel take almost 10 times longer. Now your next target was this man. Junya Kaneshiro. He doesn't compare to the previous two. Even the police had been struggling to apprehend him. So, exactly how did you take down such a well-guarded criminal? Okay, das ist der nächste. Das war's der bisherigen. Wurde hinzugefügt. The suspect has repeatedly testified that he does not have any recollection of his actions. Gut, Leute, wie gesagt, machen wir im nächsten Mal weiter bei Persona 5 und ciao.